Leute, herzlich willkommen zu einer neuen Aufnahme Among Us mit Jay, Sepp, Dado, Stado, Dizzy, Kalle, Maxi, Ray, Sven und mir. Und heute, ihr seht's schon, spielen wir in der 3D-Fassung. Die Idee kommt ein bisschen von Dado-Kart, der hat uns das näher gebracht und wir werden jetzt zusammen als 3D-Männchen hier spielen. Und ich bin sehr gespannt, wie das funktioniert. Das sieht ultra süß aus, finde ich. So, Dadosch macht die Asteroiden, dann helfe ich ihm mal. Alter. Das ist ja viel schwieriger. Die Maus ist viel zu empfindlich. Boah. Okay, Alarm. hallo. Hä? Ich weiß, ich bin noch Blätter am Machen und dann ist schon einer tot? Der geht schon Der richtig Moment, um. Wo ist der denn der Reporter gestorben? Geht nach vorne, bitte. Sie, bitte. Ich hab reported, ja. Ich habe einen Shields gefunden. Ich bin über Oxygen runtergelaufen in Shields und dann lag er direkt mitten auf dem Gang. Oha. Wenig Moment, aus in Shields und. Aber dann muss er an mir vorbeigegangen sein. Ich Also bei meine, mir war Dalu. ich hab Sepp gesehen, grün habe ich Genau. gesehen. Ich glaube auch lila Mich? und pink. Also Ja. safen sein. kann ich Dalu und Sepp hundertprozentig, weil, also Sepp sowieso, der hat Blätter rausgeschmissen, das wird er nicht faken. Ja, Dalu habe ich gesehen. Hab ich noch irgendjemand gesehen? Ja, Im mich. Cockpit war noch Ich jemand. stehe mit die Asteroiden. Ah ja, Dadurch. kann sein, kann sein, kann sein. Das weiß ich Hallo, aber nicht wie weit bist du denn hundertprozentig. gekommen? Bin ich denn raus? Moment, geht's um mich? Hallo? Ja, Ja. ja, ja. Ich war im Cockpit und habe kurz reingeguckt, aber ich habe dadurch hat mich eigentlich die ganze Zeit gesehen. Ja, Also, ja. ja, ich war es nicht. Aha. Haben wir wieder dieses Ja, keine Ahnung, wo das Dalu-Ding jetzt hier, hin ja? war. Also, ich verdächtige übrigens Orange. Wer ist denn Orange! Hallo, ich möchte Bin was dazu Sven. sagen. Ich habe die Cafeteria noch nicht verlassen, weil ich den Ingame-Sound noch hochgedreht habe. Aha! Und dann Das heißt stehst du sehr auch verdächtig. direkt vor der Tafel Das vorne, ist ja? eine Das ist Meta-Ausrede, Meta, ja. genau, und das finde ich nicht gut. Was ist das denn schon wieder für ein Scheiß hier? Mal, Boah, ganz der ist kurz, nur kann das am auch einfach ein Meckern. Self-Report sein, weil keiner da war? Also alle, die nach links gelaufen sind, oder beziehungsweise nach rechts, je nachdem, von wo man guckt, Boah, hier wird gewotet. hat. Kein Nee, gesehen, geskippt, aber also. Hauptsache Könnte gewotet. sein. Wer hat denn nochmal reported? Ich. Dr. Dr. Iron Fail. Iron Ich hatte Iron Fist. Ah, ja. Die Fist. Die Iron Fist. Ja, aber Maxi. Ich gehe schon mal zur Tür, nämlich Esser, der raus ist hier. Und tschüss. Oh, Alter. Ach, ja, es ging jetzt einfach auf. Ach, scheiße, wir können ja einfach. Okay, ich muss noch ein bisschen mit der Steuerung klarkommen, ihr merkt es vielleicht. So, mit Kalle erstmal ein bisschen Asteroiden ballern, ey. Also die Aufgaben sind halt mega schwer, weil die Maus so empfindlich ist. Alter. Ey, ich krieg dir nicht geballert. Wahnsinn. Also ich glaube, Kalle ist safe. Lauf mal mit Kalle ein bisschen mit. Okay, Jay ist ein Storage. Wie süß die hier laufen. Okay, Reaktor. Kurz mal hier reingucken, ich hab was. Okay, da sehen wir keinen. Oh! Hallo? 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 Welche Hallo? Farbe war denn dadurch? Hellblau. Grau. Hellblau. Hellblau. Ist dadurch tot? Ah Türkis, oder? ja. Dadurch Ja, liegt X. im Reaktor. Kalle und ich sind von Asteroidenschießen darüber gelaufen zusammen. Kalle kam auch als erstes an. Ich habe Kalle aber in Security stehen sehen. Also entweder er hat nicht in den Reaktor reingeguckt oder vor mir dadurch abgemurkst. Ich glaube aber, Kalle hat es einfach nicht gesehen, ehrlicherweise. Was Er liegt glaubt im das jetzt Reaktor. hier? Also lass mich mal dahin, gib mir mal den Redestab. Ja, hier, warte, nimm, hier. Ich war tatsächlich bei dem Asteroiden, hab das gemacht, bin direkt rüber zu Security, das da hinten. Und da habe ich mir die Kameras angeguckt, da kam Mike rein und dann wurde auch schon der Dead Body reported. Ja, Ich habe auf den Kameras keinen Mord gesehen. Bei Electrical War mal kam mir wo? gerade Ray entgegen, der aus dem Lower Engine Teil. Das heißt, Er kommt aus der Richtung. er kommt aus der Ja. Richtung. Ja, aber ich gehe jetzt auch mal nach vorne, wenn man hier einen Redenstein braucht. Boah, da fühlt man sich voll beobachtet.
nochmal ganz kurz. Kalle, du warst in den Camps, hast aber im Reaktor, also der war gut Reaktor reported, ne? Genau. Ist das korrekt? Warum hat Kalle ihn da nicht gesehen? Wahrscheinlich, ja, weil Kalle direkt ins Security reingelaufen ist, nehme ich an. Was ich auch erst gemacht habe übrigens. Ich hab nicht in den Reaktor reingeguckt. Ich bin direkt in die Kameras rein. Ich war bei Ray, habe ich auch noch gesehen, die ganze Zeit. Also er war noch bei mir und dann bin ich auch runtergelaufen zu der Lower Engine und dann zu Electrical. Also ich war noch eine ganze Weile da und kann quasi Ray mehr oder weniger für ein bisschen was decken. Dr. Iron Fail war übrigens auch an der ersten Leiche beteiligt, möchte ich sagen. Ja. Ich habe die reported, du Pfeife. Sag ich ja. Okay, also Dalu, das, was ich vorhin gesagt habe, das ist das klingt. Ja, gut, aber ja, ich finde das ja alles fishy. Ja, okay. Microphone muted. Ich bin noch ein bisschen. Dass man nicht mal bestätigen muss. Und? Was passiert jetzt? Das ist halt nichts. Endgültig. Ach so. Okay. Okay. Ah, fuck, Ray läuft mit mir mit. Da habe ich Angst. Ich habe Angst vor Ray. Da laufe ich weg. Oh, Fix Lights. Mach ich. Sepp, Dalu. Oh nein, Ray. Oh nein, Sepp. Oh, lauf, Sepp. Ich weiß halt gar nicht so richtig, was für Aufgaben ich hab. Alter, Ray verfolgt mich. Nee, da laufe ich nicht hin. Aber wir können rennen, ne? Also, die Regel ist, bei Sabotage dürfen wir rennen. Dann rennen wir mal. Alter, Ray. Ray, seltsam. Komm, Kalle, wir laufen. Dr. Iron Fail. Ah, Dizzy und Ray habe ich auch ein bisschen Angst vor. So. Was muss ich hier machen? Alter. Wie geht das? Oh Gott. So? Alter. Alter, ich krieg das nicht hin. Alarm. Alarm. Was hier los? So. Der ist tot. Da liegt eine Leiche am Oxygen, also am Admin Table. Beim Card swipen, wie es aussieht, wird der umgebracht. Unangenehm. Also ich war gerade im Navigation. Wer war das denn? Mike. Ja, wer war das denn? Wer könnte das? Jay. Jay muss das sein. Ja. Nee, Jay also, ist tot. Ja. Ja. Achso. Kalle. Genau. Kalle und ich sind Navigation gelaufen. Genau. Dizzy kam uns entgegen. Dizzy, wo bist du denn danach hingelaufen? Nach was? Nachdem wir uns bei Weapons gekreuzt haben. Nach Weapons? Nee, wir haben uns nur Weapons beim Asteroidenschießen, bist du Kalle und mir entgegengekommen und ich würde gerne wissen, wo du danach hingelaufen bist. Ach so, ja, ich bin durch Cafeteria entgegengekommen, da hat Dalu mich auch gesehen, hab kurz in Medbay reingepeakt und dann bin ich über Reaktor zu der Security gelaufen. Und wo warst du vorher? Wo warst du, bevor wir uns getroffen haben? Bevor wir uns getroffen haben? Ja, da war ja und da Reaktor. Bin ich von unten kamst, von, ja, von wo Shields, warst du? Von Shields bin ich gekommen, nach oben. Okay, und warum warst du nicht beim Reaktor? Ja, wer war überhaupt beim Reaktor dann, außer Sepp und mir? Der ging danach los. Also er kam ja, auf jeden Fall zum Reaktor gegen Ende, das habe ich gesehen. Ja, also ich bin rübergelaufen. Ich bin rübergelaufen, ja. Aber das war halt gegen Ende, ne? Ja, aber also dann war ja... schließen Sepp und Sven aus, glaube ich. Sven ich war auch, die waren beide. Sag mal, Ray, mich Ray kurz hast du schon... Schussbahn nehmen, deswegen. Ja, ich war die ganze Zeit in den Kameras. Ja. Ray, hast du schon mal eine Aufgabe gemacht? Irgendwie läufst du mir nur hinterher. Nee, es war ja Reaktor. Und dann seid ihr und Kalle auf einmal stehen geblieben, seid an Medbay, ich bin weiter Reaktor rein, hab geguckt, ob da was ist und dann hab ich die 1, 2, 3, 4 Schieß-mich-tot-Task gemacht.
Und dann war ja schon wieder hier O2 und dann bin ich in die Richtung und dann kam aber vorher der Report. Ich hab geskippt, weil wir noch 7 sind, aber ich verdächtige am meisten Ray. Ja, bin ich auch ganz dabei. Ja. Ray ist immer, kann nicht sein, dass der hier auch ja, schon ist. Ja, ich bin immer im Prozess. Ja, Ray und Dizzy würde ich sogar sagen. Na klar. Ja, ja, glaube ich auch. Mikrofon muted. Alter, ich muss halt jedes Mal in die Settings gehen, nicht wundern Leute, damit ich mich bei TS muten kann. Oh Gott. Dizzy ist hinten. Sven und Ray laufen zusammen. Ich muss da meine Task mal hinkriegen, aber ich habe das eine gerade da nicht hinbekommen. Oh oh. So, jetzt nochmal. Alter, ich krieg das nicht hin. So, sorry Leute, ihr müsst es ohne mich machen. Ah. Jawohl. Easy game. Oh Gott. Okay. Hä? How to grab? So. Ja. Und jetzt? Geschafft, natürlich. Puh. Oh nein, das Sepp. Oh oh, jetzt müssen wir. Activated. Okay, wer ist gestorben? Ist das Kalle oder Sven? Das ist Kalle gestorben und Sven. Okay, folgendes ist passiert. Ich stand Ewigkeiten Navigation, weil ich diese Aufgaben da nicht hinbekommen habe, bin ich ehrlich, deswegen war ich auch nicht beim Reaktor. Sepp kam mir gerade bei Weapons entgegen, aber ist direkt in meine Richtung eingebogen, hat also auch nicht in, wie heißt der Laden? O2 reingeguckt. Dort liegt die Leiche, die ich gefunden habe. Ich weiß leider nicht, wer. Ich würde aber Sven... Warte mal, da liegt eine Leiche? Ja, genau, die habe ich reported gerade, deswegen ja. Sepp. Egal, also weiter im Text. Ich glaube, es ist Sven, weil am Anfang der Runde Sven und Ray. Tot. Ja, eben. Ach so. Das ist die Leiche. Er meint die Leiche. Ach so, ach die Leiche. Sven. Ja, ich glaube, ich habe Sven gefunden und am Anfang der Runde sind Sven und Ray Richtung Weapons gelaufen. Es kann halt sein, dass Sven da schon ewig liegt, aber es muss nicht sein. Also. Warte mal. Sven, wer war am Reaktor? Mach du ruhig. Sven ist tot da. Ja, das ist richtig. Sven ist mit mir Richtung Weapons, weil ich da diese Schalter umleg, da Task hab, da wo diese Dinger zusammenführen. Ich bin aber dann hier wieder Cafeteria zurück raus. Sven ist, weiß nicht, ich denke, hat mal weiter gelaufen. Also es kann sein, dass er da wirklich länger liegt, aber. Raid, ich habe ihn aber nicht gesehen. Du bist mir nicht entgegengekommen. Und ich bin von Shields. Ich bin von Shields hier hoch zu Navigation und habe auch weder Sven noch Ray gesehen. Also Sven und Ray, du hättest mir entgegenkommen müssen. Es war gar keiner Cafeteria. Leute, aber Sven und Ray waren doch beide, glaube ich, am Reaktor und sind beide nach oben weggegangen. Kalle ist auch nach oben weggegangen. Es sind weiß und lila. Ja, ich mach mal Ray als erstes. Ich hab erst Ray. Ich würde auch erst Ray nehmen, das ist. Also lila bin jetzt. Lila bin in dem Fall jetzt ich, ja? Ja. Hey Dizzy, yo. Ja, nice, cool. Sorry. Denn macht euren Scheißreaktor alleine nächstes Mal. Weißt du, dann sprintest du da runter wie so ein Ochse. Also ich will nur sagen, Sven war gar nicht am Reaktor. Das stimmt gar nicht. Also Dalu macht sich, finde ich, jetzt gerade super verdächtig. Der war wahrscheinlich schon tot. Mikrofon muted. Yeet! Ciao, Ray. So, Dizzy vertraue ich nicht. Ich muss halt zum Reaktor. Ich laufe mit Dalu. Der kann es natürlich auch sein. So, Dalu geht in Medbay. Oh mein Gott, das ist so aufregend. Oh nein, Simon Says, als kleiner Fuzzi. Alter, das ging schnell. Mikrofon activated. Wo liegt die Leiche? Navigation.
Also, ist so eine Scheiße, Mann! Das tut mir leid. Du kannst dich da nicht mal rausreden, weil ich gerade Self-Report gemacht habe. Ich habe Kill gedrückt und habe Self-Report gemacht, ey. Ich wollte sagen, Danu steht gerade Medbay, ich bin Reaktor, das ist jetzt schwierig, Dizzy. Ja, eben, deswegen rede ich mich da auch nicht mehr raus. Der hat instant reported dir hier gehauen. Ich denke mir so, what the fuck, was war das denn, Alter? Ja gut, dann vote ich mal Danu, ey. Sorry, Dizzy. Ja, wollte ich mal sagen, können wir jetzt mal bitte Danu rausnehmen? Ja, Danu, das geht gar nicht, der Kill. Echt mal, blödes Zau, was soll ich denn? Dizzy, hast du Sven gekillt oder war das der Ray? Nee. Ey, ich weiß gar nicht, wann du wen killen willst hier. Ihr Schweine. Nein. Okay, das war witzig. Das ist bescheuert. Ich hab auch voll lang vergessen, dass es ja diese Oxygen und Reaktor und so gibt und hab dann erst Mitte der Runde, oh, ich könnte ja mal. Ja. Aber schon lustig. Das ist wirklich cool. Das ist wirklich hilfreich. Aber erste Runde tatsächlich, ich weiß nicht, wen habe ich als erstes nochmal gekillt gehabt? Ich weiß nicht, Maxi, glaube ich, ja. ich wusste tatsächlich gar nicht, wo ich bin. Ich habe nur Maxi gesehen, okay, kill. Und da kam halt irgendwann, ja, da liegt Weapons nicht so. nee, nicht Weapons, wo war es? Shields. Und nicht so, okay, ja, kann sein. Ich wusste nicht mal, wo ich war. Ich war voll nicht in der Orientierung. Ich habe, glaube ich, Blätter dreimal machen müssen, weil irgendein Scheißblatt da nicht rein wollte. Das ist also. Die Aufgaben sind echt hart, ja. Während du eine Sache hältst, kannst du auch mit Mausrad rein und raus. Aber es ist halt gar nicht so schlimm, dass die Tasten so schwer sind. Weil sonst, sonst bist du zu schnell fertig. Ja, ich finde das auch cool. Schon okay. Alright, direkt nächste Runde, oder? Ja, klar. Also nochmal wegen dem Kill und dem Report selber. Wie kann das. Ist das ein Bug? Nee, hast du zweimal geklickt? Nee, ich hab nur ein einziges Mal geklickt. Ganz kurz, wie kann man nochmal einstellen, dass der in einem steht, dass der nicht sichtbar ist, weil manchmal hat mir das übelst die Sicht weggenommen. Ach, ich glaub, das aber dann kannst du die Leute nicht, dann kannst du Leute nicht tun. Oh ja, ne? Stimmt, aber was Jay sagt, ist ja, der STRGN. Genau, STRGN sollten wir alle machen. Ja, STRGN. Ah, okay. Das ist halt ein bisschen schöner, damit die Namen nicht um Ecken gucken. Sonst kannst du dich vorher nicht um Ecken verstecken. Aber ganz kurz, als Imposter dürfte sie in der Runde auch wieder anmachen, sodass ihr dann besser wisst, wer euer Kumpane ist. Und falls jemand das hier macht und in der Ecke steht und sich versteckt. Okay. Genau, der Dalu immer in den. Also guckt immer in den Camps, ne? Rechts in der Ecke, da steht immer ein schwarzer Dalu. Das war auch geil in den Camps in der Runde. Ich dachte so, wie kann ich die Camps aktivieren, wie ich es kapiert habe? Ja, man kann ja einfach nur die Monitore angucken. Ja, ja. Und dann habe ich mich umgedreht und dann ploppt der Kill auf und dann dachte ich so, Und dann hat sich dadurch versteckt und dachte so, okay, jetzt habe ich mich ja eigentlich verraten, weil sonst hätte ich dich ja nicht gesehen. So, aber gut, ich habe dich dann gekillt, aber gut. Ja, nice. Ja, in den Rücken gestochen, Alter. Dizzy, versuch die Maustaste mal wirklich nur ganz kurz zu drücken. Es könnte sein, dass du, wenn du vielleicht gedrückt hältst oder vielleicht, es gibt ja auch Spiele, die Negative Edge haben, bedeutet, das Drücken der Taste ist ein Klick und das Loslassen ist auch ein Klick. Weil wenn du die Taste zu lange gedrückt hast, sozusagen, hat er halt zweimal gedrückt. Ja. Ich hätte die Runde halt voll gewonnen, Kalle weißt du? Ja, sorry, DC. Nee, ist ja nicht dein Fehler. So, ich hab mich halt, ich denk mir so, war Dalu wieder da und hat nee, Kalle ist da? Ja, nee, er war eben gerade full mute, deswegen. Aber wir können anfangen. Ja, go. Nice. Good luck, viel Spaß. Viel Spaß. Microphone muted. So, also wieder Crewmates. So. Dalu? Mute. Okay, lila und orange. Stellen wir uns mal zu orange. Also wir haben jetzt den Namen mal ausgestellt, ne? Also ich weiß es nicht mehr. Orange. Okay, irgendwie. Oh, das Licht ist aus. Orange, lass mich am Leben. Gelb. Schwarz. Okay. Blau macht Blätter. Ja, wie geht denn das hier? Ach, Alter. Wie geht das? 3,
2, 8, 2, 2, 1. Junge. Alarm! Ich hab das Kalle mal weggenommen. Oh, ich hab irgendwas gewotet. Wir können den Vote wieder wegnehmen. Alles klar. Das Ding ist safe. Du hast ins Spiel geklickt, ne? Ja. Wieder auf ins Bild zu kommen. Wen hab ich gewotet? Ich selber wäre super witzig. Du siehst dann rote Umrandung. DC, sorry. Aber Moment. Ja, denn, ich weiß natürlich nicht, wen ich gefunden habe, aber den letzten, den ich gesehen hatte, war Dizzy. Ich erzähle euch auch gleich, wo die Leiche war. Ray, wo bist du lang gelaufen? Weil ich glaube, ich hatte dich auch irgendwann mal Storage oder sowas gesehen am Anfang der Runde, kann das sein? Wo warst du jetzt? Jetzt war ich gerade Cafeteria auf dem Weg von zu O2. Von Upper Engine. Also die Leiche liegt im Admin-Raum und den letzten, den ich gesehen habe, ist Ray. Ich kenne dich. Was denn jetzt? Wer steht gerade mit mir im oberen O2? Aber ich. Admin war ich noch gar nicht. Und wieso nutzt niemand den Redestein? Ja, ist sogar. Okay, also pass auf. Die Leiche liegt Eingang Admin. Also wirklich. Danke. Und da ich kurz vorher im Admin-Raum drinne war und danach bei Dizzy an Licht vorbeigegangen bin, als Oxygen angegangen ist, wurde er wahrscheinlich gekillt. Aber ich frage mich, warum der Killer die Attention auf die Leiche zieht. Das heißt, es könnte der andere gewesen sein. Welcher andere denn? Der andere. Darf ich auch kurz was sagen? So. Also normalerweise müsste Sven mich eigentlich gesehen haben, weil Sven ist aus Weapons raus Richtung Cafeteria und müsste mich eigentlich gesehen haben, dass ich von quasi Medbay Upper Engine hier rüber bin und nicht. Als das Licht aus war, kann ich das aber nicht. Nein, gerade eben. Es war ja O2. Also ich kann Jace mehr oder weniger safe sagen, weil ich habe ihn einen Task machen sehen und ich glaube, das wird er noch nicht so hinkriegen mit dem Fake. Wo bist du lang gelaufen, nachdem wir uns in Storage gesehen haben? Fuel habe ich gemacht, den Lower Engine. Lower Engine, okay. Ja, danach war ich dann... Ich hab Kalle und Sepp gekillt. Self-Report Dalu, oder? Self-Report Dalu. Oh, warte. Hatte Mike, wo warst du die Runde? Ich war Oberst O2. Achso, geht schon los. Okay, Mikrofon muted. Gar nicht hier, das Ergebnis. Ich war ja Oberst O2. Ich habe leider gerade nicht verstanden, wer mit mir da war. Oh, Namen aus. Ey, wie kriegt man diese Blätter da rein? Ich check das nicht. Wie geht das? Alter, geh weg! Okay, jetzt, das habe ich geschafft. Alter. Ist das hier ein Krampf? Jetzt habe ich es geschafft. Jawohl. So. Ist da gerade einer reingelaufen? Oh nein, Orange. Sven Dadosch. Ray Maxi. Okay, das Licht mache ich, wahrscheinlich sterbe ich dann. Hellblau. Blau. So, dadurch, ich laufe jetzt zum Reaktor. Oh je, Sam says. Ich würde echt. Tadam! Okay, Dadosch. Heute! What? Oh, ganz kurz, wer ist Lila? Nein, ich hab schon wieder jemand gewotet, sorry. Lila ist Dizzy. Ja. Lila ist Dizzy, ja. Dizzy, die Leiche lag hinter uns. Ja, hinter dir, ja. Hast du sie vorher gesehen, bevor nee. Ich... Wo liegt die Leiche? Wir sind Security und Reaktor. Wir sind im Security. Security. In seiner Ecke. Das ist Dalu. Er liegt in seiner Ecke. Und wir waren da die ganze Zeit drin. Die Leiche müsste vorher schon gelegen haben.
Also ich habe dich nur drinnen gesehen und dann ist also Dizzy mit mir da hochgegangen und dann bin ich halt weitergerannt Richtung Medbay und Dizzy ist halt bei dir geblieben. Genau. Also entweder vielleicht... du oder Dizzy. Nee, Dizzy kann nicht gewesen sein. Wie? Nein, hä? Dizzy kann hundertprozentig nicht gewesen sein. Es muss jemand vorher gewesen sein. Ich möchte was anmerken. Du schaffst doch die ganze Zeit da schon drinnen. Ja, aber die Leiche ja anscheinend auch. Ich habe mich nicht umgedreht. Erst als ich rausgegangen bin, habe ich es gesehen. Deswegen habe ich mich gewundert, dass Dizzy das nicht gesehen hat. Weil Dizzy hatte sich zu mir umgedreht. Ja, aber die lag direkt hinter dir. Also ja, du kannst es nicht gewesen sein. Du kannst es nicht gewesen sein. Ja, ich warte, bis die fertig sind. Ja, dann nehmen wir doch einfach Maxi, oder? Wer ist denn weiß? Was? Ray. Kam aus der Richtung. Von dem habe ich schon die ganze Zeit Angst. Vor Reaktor Security in der Richtung, da Lower Engine kam der her, weil ich Security Electrical abgebogen bin. Da stand irgendwer drin, weiß ich nicht. Weiß ich die Farbe nicht mehr, aber aus der Richtung kam zumindest weiß. Und zwei Sekunden bevor das Licht ausgegangen ist gelb ganz, ganz komisch hin und her gemoved auf der Stelle. Weiß ich nicht, ob er vielleicht das Licht angemacht hat, sah sehr, sehr komisch aus. Okay. Wollte ich nur gesagt. Ich glaube auch nicht, dass dadurch jetzt reportet. Darf ich da mal ganz kurz sagen, das, was Sven sagt, stimmt halt überhaupt nicht, weil ich überhaupt nicht zu der Zeit Lower Engine war. Ich war Shields, habe die Shield, also wo das Licht aus war, habe ich die Shield-Aufgabe gemacht. Red nicht vom Licht, ich rede danach. Können wir uns danach bin ich Electrical und dann bin ich nicht in Lower Engine, ich bin wieder zurück zu Storage und da warst du auch drin. Voten, ich bin davor auch Storage. Ich hab gewotet. Okay. Also das stimmt nicht, Sven. Mikrofon muted. Wenn ich jetzt voten könnte, würde ich Sven voten. Okay, nichts passiert. Ich glaube, es ist Ray. Okay. Ray geht alleine nach da. Dizzy, komm. Dizzy, wir machen das. Komm, Dizzy. Was? Auto muss ich immer noch machen? Da habe ich doch schon alle Blätter gemacht. Dizzy. Ich will ja nicht hin, wenn Ray da jetzt auch ist. Mann! Was denn? Ich werde nie diese Aufgabe machen. Nervensägen. Können wir Ray? Können wir Ach, es ist halt, ich muss halt immer reinklicken und dann klicke ich automatisch auf das Ding. Mann, ey. Können wir uns ganz kurz mal darauf versteifen, dass Maxi gerade sehr hart schieben wollte? Also die Schuld auf Dadosh und Ray? Ihr seid die Einzigen, die ich da drin gesehen habe. Ja, aber ich kann Dizzy zu 100% saven, dass das nicht gewesen ist. Natürlich könnte ich das gewesen sein, ich habe die Leiche aber erst gesehen, als ich rausgegangen bin. Aber da doch. Das heißt, also ich bin zusammen... Dizzy, du hast mich gesehen, wie ich da einfach extrem... Also ich bin einfach vorbeigegangen. Also ich kann mich... Wie zur Hölle soll ich da umgebracht haben? Ja, was kannst du dir vorstellen? Ich habe, also ich bin mit Dadosh rein auf jeden Fall. Und ich habe mich sehr oft umgedreht und Dadosh stand die ganze Zeit... Also der hat sich eigentlich nicht bewegt und hat nur Kameras geguckt. Ja. Du bist mir hinterhergelaufen. Bitte? Du warst mir doch hinterhergelaufen von Lower Engine. Ich bin dir gar nichts. Dann war es irgendjemand anders, okay, aber ich hab mich lila im Kopf gehabt. Das macht dich ganz schön verdächtig. Also ich bin mit Dadosh hochgelaufen. Ich bin mit Dadosh hochgelaufen. Ich glaube nicht, dass Dadosh da wen killt und plötzlich umdreht und sagt, da ist eine Leiche. Also es wäre für mich sehr strange. Ja, wir standen auch eine halbe Stunde in dem Raum drin. Ja, also der war schon kalt. Und Jay und Sven, ihr könnt euch gegenseitig decken, oder wie war das? Nee, ich hab Ray an den Pranger gestellt. War eine gerade? Ja, aber oder das schon halt von nicht, vorhin. Beim Reaktormord? Nein, ich war nicht Blauer Engine. Das stimmt gar nicht, dass ich dahergekommen bin. Dass Dizzy jetzt einfach den Call macht, um mich hier nochmal in die Fanny zu hauen, ist eher, dass er das ist, habe ich das Gefühl langsam. Nein, Dizzy kann sich, also wie gesagt, er kann sein, aber er war der Wir drehen uns gerade ein bisschen im Kreis. Jay und Sven, ihr könnt euch nicht saven, ne? Nee, ich kann mich nicht dran erinnern, dass ich mit Sven groß rumgelaufen wäre. Okay, das ist wichtig. Ich war ja mit dir zusammen, sozusagen, ne? Und Jay hätte ich killen können, auch Storage. Der hätte mich sehen müssen, Storage. Nee, also. Ich bin vor dir weggerannt, mein Freund. Du hast mich trotzdem gesehen. Ja, also deswegen gesehen, kann das gar nicht stimmt, sein, aber Sven, ich bin vor dir was weggerannt. Sven sagt. Doch, du warst aber erst Storage und dann bist du mit ihm. Weiter. Mikrofon muted. Also ich habe auch so einen Verdacht auf, Maxi und Ray. Scheiße, ich muss halt da rein zu Maxi eigentlich. Ich will aber nicht. Gehe ich lieber zu den Blättern. Oh nein, da ist Ray. Und Dizzy. Ray und Dizzy. Okay, Sven und ich haben gefixt.
Ray läuft mit Sven. Da ist... Alter. Ich hab mich die ganze Zeit gefragt, warum der Blaue sich nicht bewegt, zum Reaktor zu gehen, bis ich gemerkt habe, dass ich bei der Kamera stand und mich gesehen habe. Nice. Nicht schlecht, nicht schlecht. Also diese Leiche lag hier in der Cafeteria. Okay, das heißt bei Meltdown wahrscheinlich. Genau hier. Drive-by. Okay, ich bin... Aber dann war es ja Dizzy auf jeden Fall nicht, wie ich auch gesagt habe. Warte kurz, Dadosch. Ich bin... Ja, korrekt. Ich bin bei der Sabotage von vor Navigation durch Cafeteria dorthin gelaufen. Da lag noch keiner da. Der Einzige, der mit mir in Navigation war, war Ray. Das ist richtig. Und dann bin ich über Weapon Storage... Ich habe ihn Storage hinter mir gesehen. Der muss hinter mir... Er ist Storage auf jeden Fall... Ich weiß nicht, ob er rumgelaufen sein kann zeitlich, aber er ist über Storage gekommen. Hat jemand Nils hinter mir gesehen? Hinter mir war noch mal Sven. Hinter Sven war Ray. Ich war der Erste im Reaktor. Ich habe Sven... Ja, genau. Aber weil ich einmal rechts rumgelaufen bin. Ja, du hast mich ich habe Sven von Electric rauskommen sehen, als ich in Storage war. Ich war in Electric dann nicht drin. Ich war in Storage. Ich bin dann einmal um die Kisten gelaufen, weil ich Angst hatte vor Hellblau. Und bin dann direkt Richtung Reaktor. Hellblau ist auch einmal um die Kisten gelaufen, ja. Das hat mich weil ich erst Admin laufen wollte, weil ich dachte, das wäre auch... War Jay die ganze Zeit in den Kameras, als ihr schon ankamt, oder? Ja. Ja, ich aber ich habe ehrlich gesagt nicht hundertprozentig gecheckt, wo was ist. Okay. Das ist auch bei den Kameras. Hat irgendjemand Dizzy gesehen? Also wie gesagt, ich hab Dizzy gesehen, als wir am Anfang, habe ich O2 diesen Müll gemacht. Dann bin ich zu Navigation. Ich habe tatsächlich Mike nicht gesehen. Als dann der Alarm anging, bin ich aber runtergegangen über Storage. Dadosch, wie gesagt, hat mich auch gesehen. Ganz kurz, wir haben 14 Sekunden. Ich wähle jetzt Maxi, weil er zweimal reportet hat und weil Dizzy ihn hat. Das ist das stimmt nicht, Dadosch lügt. Ich mach Ray. Ja, ist ja okay. Wie gesagt, ich sag nur. Ich sag es Dadosch. Ja, kannst du auch machen. Wie gesagt, das ist so mein einziges Indiz. Wenn es falsch ist, tut mir leid. Ich glaube Ray und Maxi. Ja, dann eher Mike. Wow. Mikrofon muted. Okay, Maxi ist rausgeflogen. Ich muss halt da hinten hin. Es ist halt zum Kotzen. Diese scheiß Blätter. Okay, Ray ist bei Blau. So, einer fehlt oder was? Hä? Achso, das war schon der letzte Kill. Lul. Nice. Wenn Dizzy dadurch hat stark gesaved, Dadosch. Das war richtig gut. Schön, dass ihr alle auf mich gehört habt. Ei. Ey, Dadosch, nie wieder, du blöde Schwein, ey. Nie wieder. Also, ganz kurz, es waren Ray und Dadosch, ne? Ja. Aber da war ich mit dem Ray-Vote wenigstens richtig. Ja, ich auch. Ja, das Lustige war, Mike, du bist als erstes gelaufen, dann war Dizzy und ich laufe halt Dizzy so hinterher, hab die ganze Zeit den Kill-Knopf. Das dachte ich mir. Das dachte ich mir. Oder? Der dreht sich eh nicht um. Ja, mir war klar, dass du hinter mir bist. Wer hat denn Maxi gewählt? Dadosch, Ray und? Mann, ey. Wer hat noch Maxi gewählt? Dann habe ich mich auch playen lassen von Dadosch. Wieso logisch? Ich habe auch Maxi genommen. Jay. Okay. Ja, danke, Jay. Dadosch hat sich gut eingelüllert, ne? Also ja, Dadosch hatte ich auch nicht gemacht. Als er so forciert hat, war eh klar, dass es Dadosch ist. Maxi und Ray waren meine Vermutung. Ja, meine auch. Das war ja auch dieselbe von... Hast du Navigation eingekillt? Dadosch war stark. Dadosch war stark. Ja, muss man sagen, Dadosch hat diese Runde sehr, sehr stark gespielt. Doch, hat er! Naja, gewonnen haben wir ja. Du bist rausgeflogen, Maxi. Und ich hatte Dadosch echt gar nicht im Verdacht. Also ich finde auch, Dadosch hat es stark gespielt. Also Dadosch dachte ich, als er ich bin ja eh immer im Verdacht, egal was ich mache. Ja, aber Ray, du bist es ja auch echt oft. Da war ich schon in den Ich war jetzt, in der Proberunde war ich Imposter, in der ersten und in der zweiten. Ich weiß gar nicht, wie die Tasks hier gehen. Ey, dieses Blätterbereinigen ist wirklich unfassbar. Ja, das ist richtig doof, ne? Das ist super lustig. Ja, das geht, also du kannst halt mit der Maus, mit dem Mausrad da auch das Ding nochmal extra bewegen. Du kannst auch mit Rechtsklick, kannst es aufladen, damit du es wirfst, aber das ist halt, ja. Eigentlich greifst du die nur und dann gehst du halt, guckst nach oben, läufst damit da einfach rein und dann legst du die. Nee, du kannst einfach rein. Mit dem Rechtsklick gedrückt halten, ja, dann schmeißt du die da rein. Das geht, ja, genau. Also das geht besser.